So, Freunde, ich bin jetzt im Block 2 und hier haben wir direkt ein altes Taxi, was hier zum Sterben hingelegt wurde. Boah, ey, direkt ist ein Auto hinter mir. Ich muss mal hier mal kurz mal jemanden passieren lassen. Oh, da ist ein alter Lada Samara. Oh, ne, der will parken. So. Ah, ein Kadett. Und ein Ascona. Oh, ein Ascona. Und da ein Lada Samara. Toyota Yaris, aber da kriegt echt keine Ahnung. Ein Yugo. Voll selten, das Auto. Oh, da ist noch ein Vectra A. Der sieht so aus, als hätten sie den auch schon länger hier stehen gelassen. Also ihr müsst so verstehen, die Autos, die jetzt hier landen, ne? Da unten geht es in eins dieser Tiefgaragen, die ich erwähnte. Aber da kommt man leider nur mit einem Schlüssel rein. Und da unten verbergen sich noch mehr Schätze. Und für die meisten Autos, die hier in Mazedonien hinkommen, das ist auch deren Endstation. Also hier geht es nicht immer weiter nach Afrika. Auch guck mal, Porsche 924er. Ah, der sieht aber noch aktiv aus. Was bist du denn? Ein Zaster war, aber was bist du denn? Kenne ich nicht. Ein Mazda 323. Da ist doch mal der Porsche, der sieht aber auch schon ziemlich schmutzig aus. Toyota Land Cruiser, Yugo. Seht ihr? Da unten geht es sogar noch weiter, aber leider komme ich nicht da rein. Und da sollen noch mehr solche Autos rumstehen. Seht ihr, ich habe noch nicht mal übertrieben. Da hinten steht schon der nächste, das ist Mitsubishi Galant, sehe ich schon. Hier ist noch ein Hyundai Pony. Gibt es auch nicht mehr bei uns, ne? Fiat Tipo. Ja, okay. Ich muss auch ehrlich zugeben, die meisten Autos, wie der Mitsubishi Galant jetzt hier, der ist ja zwar bei uns ultra selten geworden, aber das sind jetzt nicht so die teuren Super-Exoten, die unzählige Millionen von Euros kosten. Weil die findet ihr natürlich nicht hier auf dieser Straße, sondern, oh guck mal, ein Audi A3. Auch. Zum Sterben zurückgelassen. Die findet ihr natürlich auch hier in den Scheunen. So, boah, scheiße, ey. Jetzt geht's geradeaus weiter und dann links. Boah, ich nehme mal geradeaus. Der Cruiser. Oh, guck mal, nochmal ein Lancia. Der steht auch schon länger hier mit bulgarischen Kennzeichen. Da kommt ein kleiner Skoda Felicia. Ah, das sind jetzt. Oh. Tja. Der ist auch vergeben und vergessen. Aber so ist das halt, ne? Habt ihr das gerade gesehen? Wie ich da beobachtet wurde von dem einen? Fiat Punto. Zum Teil schon ausgeschlachtet. War eng. Oh, Renault Charmade. Wie heißt das? Charmade. Ah, ja klar, jetzt kommt ein Golf 4. Also ich muss mal jemanden Platz machen. Hier ist ein Clio. Nissan Sunny, die sind Türen schon aufgerissen. Was haben wir denn hier? Hier ist nichts mehr. Mein Gott, ich hasse das, wenn ich hier gerade so am Filmen und da kommt natürlich sofort einer mit seinem. Mir fällt fast die Kamera aus der Hand. So. Wie viele Hyundai Ponys hier sind, ey? So viele habe ich in Deutschland auch. Guck mal hier. Direkt die nächste Karre. Xantia? Focus vergessen. Jetzt kommt natürlich ein Fußgänger, den ich nicht filmen kann und soll. Besser. Und Golf 3, gerade rum. Okay, wir sind hier in der Sackgasse gelandet. Schön grün hier, obwohl es hier so unfassbar heiß ist. Oh, ich sehe gerade einen alten Anhänger.
Kuckuck. Ja, den Anhänger braucht man anscheinend auch nicht mehr. Der gammelt auch schon hier durch Laguna, die bei uns auch schon ausgestorben sind. Das ist Wahnsinn, ne? Das ist Wahnsinn, wie viele Autos. Oh, komm hier. Alter, ein Mini Cooper. MK1? Ne, R30. Mini Cooper R30. Tja, da hat sich auch nämlich schon einer bedient gehabt. Da haben schon ein paar Leisten gefehlt. Tja. Der Sunny. Auch zum Plündern freigegeben. Der Grund, warum einige Autos jetzt hier vor sich hin vegetieren und kein Arsch kümmert sich mehr drum, ist ein folgendes. Oh, hier ein W210 mit Unfallschaden. Guck hier nur der Audi TT. So. Kurz zurück zum Thema. Warum einige Autos jetzt hier so rumstehen und vergammeln, hat ein folgender. Moment, ich muss jetzt gerade wieder Kamera runterhalten. Zu viele misstrauische Anwohner hier. Ist, dass die Leute, Mazedonien ist ein typisches Ausländerland. Das heißt, viele, viele junge Leute von hier oder ältere wandern halt aus, um mal im Ausland einen Job zu finden. Ach, guck mal, Alpha 146. Cool. Ah, gammelt auch vor sich hin. Und man lassen halt ihr Auto halt wieder zurück, weil die kriegen das ja in Deutschland und Co. halt nicht angemeldet oder es kostet zu viel Geld oder, und die fliegen halt mit dem Flugzeug oder hauptsächlich fahren auch viele mit dem Bus nach Westeuropa, um ihr Glück zu versuchen. Meistens werden sie halt engagiert, um in der Altenpflege zu arbeiten, generell in der Pflege, und kommen halt nicht mehr zurück, ne? Ist halt so. Hier noch ein Alpha. Da ist ein kleiner Honda Civic noch. Der sieht auch nicht mehr so frisch aus. So, Sackgasse. Ah, ich muss wieder Kamera runterhalten. Da ist wieder ein Anwohner, der mich doof anguckt. So, er ist weg. Oh, Newhood zu verkaufen. Ja, den kaufe ich noch. Also er müsste mir Geld geben, um das Auto noch mitnehmen zu wollen. Ey. Ja, und dann wandern die Leute halt aus und lassen ihre Autos zurück, weil die denken, die kommen irgendwann mal wieder zurück. Und dann aus wahrscheinlich aus finanziellen Gründen oder auch keine Ahnung welchen Gründen auch immer, kommen sie halt nicht mehr zurück. Oh, guck mal, ein Zideck. Boah, die habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Oh, krass, ein Panda-Van. Und das sieht sogar richtig gut aus. Oh, ein bisschen eng hier. Der ist mal wirklich exotisch jetzt. Ein Golf 1. Okay, hier ist nichts mehr. Ja, dann lassen sie ihre Autos zurück und dann vergammeln die hier. Das passiert aber relativ oft hier. Also wie allein in diesem Stadtteil sieht ihr ja oft, auch mal, da ist ein Hund. Hallo, Fifi. Oh, armer Hund. Oh Gott, natürlich sofort ein Moped-Fahrer an. Ja, hier muss ihr echt ein bisschen aufpassen. Weil wenn ihr hier an den falschen gerät, dann kann das schon richtig turbulent werden. Oh, Schlaglöcher. Und Sargento, noch ein Punto, der hier vergessen wurde. Noch ein Jugo, aber ich kann den Jugo nicht mehr sehen. Ne? Oh. Ein Pink auch noch, ey. Das Auto gehört erschossen. Die C-Klasse im Pink. Wir sind jetzt im Block 2. Da
Das sieht natürlich alles gleich aus. Empfinde ich auch so. Für mich sieht das auch alles gleich aus. Ist es aber nicht. Da könnt ihr auch sehen. Hier sind jetzt kleinere Hochhäuser, aber da ist zum Beispiel wieder ein großes Hochhaus. Oh, ein Megan. Großer OPC ist da. Müllcontainer, oh. Und Subaru, guckt. Echt, jetzt den lässt jetzt hier einer wirklich verrotten? Oh, der steht schon lange hier. Hier, die Zettelchenkäufer, ne? Haben auch ein Zettelchen dran gehangen. Und direkt das nächste Auto, ein Punto, vergammelt hier. Ein Kangoo, der am Vergammeln ist. Der ist ja Wahnsinn. Ach, ein Renault R5, aber der sieht noch frisch aus. Der sieht doch aktiv aus, der ist anscheinend nicht Schrott. Wobei ich hier Renault 5s auch sehr selten auf den Straßen sehe. Jugo. Fiesta. Oh. Zwei Käfer. Sehen aber sehr traurig aus. Fehlen ja schon Teile, zerbeult, verrostet. Ui, ui, arm Käferlein. Toyota Corolla. Skoda Octavia Taxi. Dann verrottenes. Und hier ein Daewoo. Die war außer einem Voxel. Ey, wie gesagt, ich untertreibe wahrscheinlich noch. Hier ist noch ein gammeliger Jugo. Ah, scheiße, ich muss mal kurz ranfahren. Hier will jemand vorbei. Ne, der will parken. Boah, guckt euch den an. Boah, der ist total durch, ey. Ja. Und da kommt noch mehr. Noch ein Jugo sehe ich da auf uns zukommen. Noch ein Alpha. Oh, Kamera weg. Ah, der Jugo habe ich jetzt verpasst. Oh, ein Ficho. Ein Zaster war geil. Cool, sogar mit einem Dachgepäckträger. Oh, geil, 190er. Hier nochmal ein Hyundai. Wie 124er, aber jetzt geht's hier bei dir Schlag auf Schlag, ey. Ich fahre mal nach links, obwohl ich weiß, dass es eigentlich eine Sackgasse ist. Und lohnt sich es nach links zu fahren? Nee, da ist nur ein gammeliger Jugo. Nee. Oh, viel Brava. Ja, und ich hoffe, ihr seid bis jetzt nicht enttäuscht, weil ich sehe ja gerade eine gammelige A-Klasse. Ein Fiesta. Scheibe schon eingeschlagen. Boah, hier geht's gerade Schlag auf Schlag. Wo die A-Klasse. Das sind jetzt alles natürlich keine spektakulären Autos, das gebe ich ehrlich zu. Das sind jetzt nicht so Porsche 911, Lamborghini Murcielagos wie in Dubai, die am Abgammeln sind. Oh, schöner grüner Jugo. Aber es ist schon krass anzusehen. Und Golf 1. Ja. Auch schon länger hier am Rumgammeln. Natürlich gebe ich zu, ne? Oh, guck mal, das ist ein Polo Kombi. Kombo, ne? VW Kombo? Oder wie heißen die? Ja, ist doch VW Kombo oder irgendwie sowas. Na, ja, guck mal, der gammelt auch vor sich hin. Man sieht das an dem ganzen Dreck, der oben auf dem Dach liegt. So, ich muss jetzt wieder wenden. Ja, Toyota Core, ja. Toyota RAV4. Hat jemand auch keinen Bock mehr drauf? Wo es gute Autos sind, ne? Hier und der Pony wieder, mein Gott. Der ist ein Kia, ne? Keine Ahnung. So, jetzt muss ich aufpassen, dass die Schrottreife A-Klasse nicht ramme.
So. So, das war jetzt Block Nummer 2. Jetzt fahre ich mal zu dem nächsten Block und dann hören wir uns wieder. Bis gleich. So, Freunde, wir sind jetzt im Block Nummer 3. Und schon beim Vorbeifahren habe ich schon einen Käfer gesehen. Ein gestrandeter Civic. Boah, guck mal, da oben geht es auch noch weiter. Da fahre ich jetzt aber nicht rauf. Da stehen wahrscheinlich auch noch ein paar interessante Wägelchen. Oh. Ein Unfallauto. Und ein Citroën Xantia Kombi. Zum Sterben zurückgelassen. Boah, ist das hier eng. Es ist schon krass, ne? Mal ehrlich jetzt. Mal abgesehen davon, dass es jetzt nichts spektakuläre Autos sind, außer der 190er und so was alles, oder der 924er, da war ich, wow, guck hier. Da ist der Käfer, den ich eben gesehen habe. Ah, jetzt kommen so scheiß Radfahrer. Ah. Lass ich mal kurz vorbeiradeln. Da ist ein, oh cool, was ist das denn? Skoda. Das sieht sogar noch richtig gut aus. 120L. Moment. Geil. Der sieht richtig gut aus. Mein Gott, jetzt kommt auch noch ein Auto, ey. Das wollen die mir auch. Und Lada Samara. Fitio. Moment, ich muss erstmal wieder jemanden vorbeilassen. Mein Gott, was ist denn los? Das stimmt nicht mit euch, Leute. Jetzt ärgern die mich aber hier. Jetzt kann ich ja noch nicht mal irgendwo anhalten, ohne dass sich auch einer sich da hinstellen möchte. Jetzt hat er hinter mir Pech, jetzt muss er warten. Ah, hier ist es ein bisschen mau. Rechts rum. Ey, was ist los hier, ey? Wurde hier aufgeräumt? Jetzt fährt er auch noch hinter mir her, ey. Ich bin immer falsch abgebogen und jetzt muss ich hier drehen. So, und weiter geht's. Also ich muss sagen, dieser Block ist hier jetzt aufgeräumt. Das Problem ist, man kriegt die Autos hier auch nur sehr schwer abgeschleppt. Aus einem ganz einfachen Grund, weil das ist hier eigentlich alles Privatgelände und Golf 2. Und man kann jetzt nicht einfach hingehen und sagen, ich schleppe das Auto ab, weil es einen Parkplatz wegnimmt. Das geht hier nicht. Weil das ist alles Privatgrundstück hier, deswegen kann ich ja auch hier ein bisschen so mit Handy am Steuer und Kamera am Steuer ein bisschen rumfahren. Schrittgeschwindigkeit. Boah, schöner Wrangler. Also hier, jetzt bin ich mal ein bisschen enttäuscht von dem Block hier. Ich unterbreche mal kurz die Aufnahme, gleich geht's weiter. So, das war jetzt so eine kurze Unterbrechung. Ich bin wieder auf was Interessantes gestoßen, nämlich auf einen VW-Käfer, der jetzt hier vor sich hingammelt. Opa! Oh, der sieht auch noch schön aus. Hat einen Auspuffrohr. So, was haben wir da noch?
Also eben da bin ich auf mehrere abgemeldete Autos gestoßen. Ich wundere mich gerade, wie viele Hyundai-Ponys hier sind, ey. Ich habe schon wieder einen gesehen. Mondeo. Oh, ein 190er. Renault Citroën AX. Oh, jetzt wird es hier wieder ein Golf 2 da hinten. Jetzt wird es wieder interessant. Was bist du denn für eine Scheiße? Kia irgendwie sowas, ne? Also erkennen tue ich nicht jedes Auto sofort auf Anhieb. Ne? Also so geil bin ich auch wieder nicht. Ach man, Renault 9. Oh, was kommt denn da? Ein Golf 2, Yugo und was bist du? 305. Auch vergessen. Weil man vergisst halt schnell, dass man ein Auto hat. Dann steht das dann halt am Straßenrand. Wenn der Nachbar einen Teil braucht, dann kann man den einfach ausbauen hier in 190er wieder, ne, 124er. Boah. Oh, da kommt wieder was Interessantes. Oh Gott, der steht auch schon länger hier. Ein Ficho Zastava. Oh, der sieht aber auch nicht mehr so schick aus. Eieie. Polo Limousine. Oh, Alpha 166 und eine Diane, cool. Da stand ein alter Fiesta, ein Ibiza. Oh. Geil. Der ist geil. BMW. Alpha 145. Ah, ich glaube, die sollten mal einmal hier mit dem Abschleppwagen mal hier alles kennen. Boah, guck dir den Passat an. Gesteinerte Astra. Ich bin gerade hier ein bisschen erstaunt, dass hier ein Hyundai. Erstaunt, wie wenig Mercedes. Wow, was ist das denn? Moment, ich muss ihn wieder kurz die Kamera wegdrehen. So, weiter geht's. Lada. Ich bin erstaunt, wie wenig Mercedes und Audis hier vor sich hingammeln. BMW ist auch außergewöhnlich wenig. Boah, das war ein verdammt großer Block hier. Meistens gammeln echt hier einheimische Automarken oder Franzosen, ne? Das ist mal ein sehr großer Block. Und da hinten ist schon der nächste Block. Was haben wir denn hier? Oh, ein Toyota Celica. Lunch hier. Ach, der Golf 1 von meinem Foto. Von meinem Trailer. Das hast du aber. Golf 2. Ah, jetzt kommen wir zu dem Lunch hier. Die, guck mal, Alpha 156. Hat sogar den GTA-Spoiler drauf. Den habe ich auch von. Letztes Mal fotografiert beim Spazierengehen. Oh, guck mal, den habe ich ja fast übersehen. Tigra. Multipler. Aber nicht der ganz hässliche.
Ein ranziger Peugeot fährt mir jetzt gerade hinterher. Huh, ey. Wir sind erst bei Block Nummer 3. Wahnsinn. Und da hätten wir gesagt, das ist Block Nummer 4. Ah, jetzt müssten wir ja auch bei dem Ford Transit ankommen, dem Wohnmobil Transit. Und bei dem Range Rover. Weil hier habe ich nämlich gestern den Spaziergang nämlich gemacht. Oh, und der hässlichste Polo aller Zeiten. Aber hier der Citroen C2. Der hässlichste Polo, den ich je gesehen habe, auch komplett gestrandet. Verdient gestrandet. Wie kann ein Auto nur so hässlich sein? Na, Kamera runter. Kamera wieder hoch. Da steht der Range Rover. Den habe ich ja fotografiert beim Spazierengehen. Der steht auch schon so länger. Das ist der gleiche Besitzer wie der Ford Transit, wurde mir gesagt. Also ihm gehört auch der Ford Transit Wohnmobil, der jetzt gleich kommt. Der Typ scheint ein bisschen zu viel Geld zu haben, ha? Einen Range Rover vergammeln zu lassen und ein Ford Transit Wohnmobil. Jetzt kommt der Mazda. Da hat mal ein Bekannter versucht, ihn zu kaufen, aber leider unverkäuflich, weil das halt das Auto vom verstorbenen, von dem Besitzer, also hier. Boah, guckt euch den Punto mal an. Da ist der Transit, von dem habe ich ein paar Fotos gemacht. Boah, der Punto ist auch am Ende, ey. Boah, jetzt kommen wir an den 7er BMW. Von dem habe ich ja auch ein Foto gemacht. Der soll noch aktiv sein. Der soll anscheinend noch mit dem Auto fahren. Anscheinend. Weil der hat mehrere davon. Und das Auto soll angeblich ein Teilespender sein. Angeblich. Da der Lada Niva, den ich fotografiert habe. Fiesta. Ein Tuck. Ach, guck mal, wie heißt die Scheiße nochmal? Boah, ist das Ding im Eimer. Wie ihr merkt, das ist eine unglaubliche Schieranmenge an Autos. Und das ist mir leider nicht möglich, jetzt loszugehen und jedes einzelne Auto abzufilmen. Es ist einfach zu viel. Es ist einfach zu viel. Wenn ich ein einzelnes Auto finde, das so am Straßenrand vor sich hingammelt, dann ist das ja noch okay. Na, aber das ist hier einfach zu viel. Da kann ich jetzt nicht hingehen und jedes einzelne Auto eine eigene Geschichte erzählen. Das sprengt den Rahmen. Dann habt ihr die Serie noch bis Ende des Jahres hier. Da steht auch noch ein Rover. Boah, der steht auch schon lange da. Oh, ein Käfer. Der sieht doch noch aktiv aus. Ah, scheiß Duftbäumchen, ey. Der ist noch aktiv. Opel Astra, habt ihr gesehen? Skoda Felicia. Boah, ich habe keine Ahnung mehr, wo ich bin. Hey, Calibra. Ich bin ja so viele Straßen links, rechts reingefahren, ey. Nur R5. Guckt euch den Calibra an, der ist aber nicht los. Der sieht noch sehr aktiv aus. Champagnerfarbener S-Mix. Ein Seat Ibiza. Käfer. R5.
Mein Gott, wie groß ist dieser Block hier, ey? Ich bin immer noch in meinem Block Nummer 4 drin. Boah. Und ein Vectra daneben. Transit Connect. Range Rover. Fahrschulauto. Ein Tico, Deo Tico, die gab es hier früher en masse. Jetzt sterben sie aber hier auch aus. Oh, ein Käfer, ein schöner Käfer kommt. Ein richtig schöner Käfer, top gepflegt. Der ist bestimmt noch voll im Saft noch. Der ist schön. Langsam müsste ich mal tanken gehen, ey. Boah, Mann, das hört hier nicht auf, ne? Das hört hier nicht auf, Leute. Da kann man auch mal kurz wieder runterhalten. Oh, ein Renault 19. Auch, oh, guck mal, der Clio auch. Der Caddy. Oh. Wahnsinn, Leute, echt. Wie viele Autos hier vor sich hingammeln. Oh, Viecho. Schön. Natürlich kommt ja so ein Auto von hinten. Z3. Ich glaube, das ist das längste Video, was ich hier gedreht habe, ey. Da gibt es noch mehr Autos. Da habe ich aber gar keinen Bock mehr. Aber sieht auch nicht sehr spektakulär aus. Nichts, was ich nicht schon gefilmt habe. So, das war's. Mal gucken. Ich gucke mir nochmal den nächsten Vlog an, wenn sich das lohnt, noch ein Video zu machen. Dann mache ich noch eins. So. So viele Autos, Leute. So viele Autos. So, ich melde mich gleich nochmal. Ciao, Freunde.